Liebe, liebe Leute, guten Morgen, guten Nachmittag oder auch einfach halt deine F***. Wir sind heute in Nürnberg und wir haben richtig geile Pranks, weil wir werden ungefähr so die ganze Stadt hops nehmen. Geht los. Pass auf. Auf geht's, ich will gar nicht so viel reden. Kennst du es auch? Die Frauen sagen, du bist viel zu klein, doch du weißt ganz genau, dass du gar nichts dafür kannst. Wir drehen den Spieß jetzt um und wiegen die Frauen. Ist die Körpergröße beim Mann für euch wichtig? Ja. Wenn die Körpergröße so wichtig ist, ein Mann kann nichts dafür, dann wieg dich mal. Ein Mann kann nichts für seine Körpergröße, aber du kannst das für dein Gewicht. Hä? Geh auf die Waage drauf. Ist mir doch egal, wie viel ich wiege. Geh auf die Waage drauf. Digga, was ist noch? Digga, was? 11,08. Weißt du, was das bedeutet? Rechne mal um. Das sind so 50 Kilo. 50 Kilo, ja. Bist du damit zufrieden? Das sind noch nicht. Ein Mann kann nichts für seine Körpergröße, okay? Man ist nicht geboren, damit wir uns alle mögen. Also zum Beispiel du hast die Größe, die mir gefällt zum Beispiel, aber du gefällst mir einfach nicht. Mädels, hallo, guten Tag. Ist die Körpergröße beim Mann für euch wichtig? Nein. Für dich? Nee. Warum geht ihr so weg von mir? Macht euch irgendwas? Die Größe beim Mann für euch wichtig? Oh nee, nicht du schon wieder. Schon wieder? Nee. Was ist los mit euch? Ist die Körpergröße beim Mann für dich wichtig? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Wir brauchen mehr Frauen wie dich. Wollen wir heiraten? Nee, ich hab schon einen Mann. Mann! Die Körpergröße beim Mann für euch wichtig? Die Körpergröße? Ja. Schon, ja. Ein Mann kann nichts für seine Körpergröße, dann wiegt euch mal jetzt. Wieso? Ein Mann kann nichts für seine Körpergröße. 93 Kilo. Was laberst du? Steht 93. Ja, okay. Okay, ja, schade. Tut mir leid, dass ich 93 Kilo wiege. Ich bin wohl zu schwer. Bist du noch Männer nach ihrer Größe verurteilen? Ja. Hey, ja. Aber er kann doch nichts dafür. Naja. Nein, kann er nicht. Was kann er denn dafür, dass er klein ist? Ja, das ist dann sein Pech, würde ich sagen. Wie heißt du? Cesaria. Wie heißt auf Insta? icy.cesaria. Datet sie nicht, Jungs, weil sie hat was gegen kleine Männer. Die nächsten zwei Kandidaten. Ey, Mädels, ist die Körpergröße beim Mann für euch wichtig? Schaut mal, Leute, wie abgehoben die Frauen hier in Deutschland sind. Ist die Größe wichtig beim Mann? Ja. Weil man kann nichts dafür. Dann steck dich mal auf die Waage. Weil schon mal, ein Mann kann nichts für seine Körpergröße, aber du kannst das für dein Gewicht. 81 Kilo. Ja, klar. Siehst du doch, da steht's doch. Das stimmt, was da steht, 8 Uhr. Guck mal, ein Mann kann nichts für seine Körpergröße. Was soll das? Ich kann auch nichts dafür, dass ich so groß bin. Ja, aber es gibt ja noch kleinere Frauen. Hä? Wieso verurteilst du Männer nach ihrer Größe? Die Größe ist nicht wichtig, aber der muss größer sein als ich. Wie heißt du? Vivian. Datet sie nicht, Freunde. Nicht daten, okay? Digga, warum sind die Frauen so judgy, Digga? Weißt du, was judgy bedeutet? Halt's Maul, Nico. Ist die Körpergröße beim Mann für dich wichtig? Nein. Nein? Mm-mm. Wie heißt du? Lilo. Insta? Weiß ich jetzt nicht. Schreibt ihr alle, sie verurteilt keine Männer für ihre Körpergröße. Die Männer können ja nichts dafür, weißt du? Ich kann ja auch nichts für meine Körpergröße. Traumfrau. Traumfrau, Freunde. Glaubst du, ich bekomme noch eine Nummer in der Stadt? Was denkst du? Gar nichts. Yasu, wie geht's euch? Alle gut? Super. Warum laufen wir weiter? Was ist mit den Menschen los? Kennst du den Mount Everest? Der ist ja ganz schön hoch, oder? Meine Gefühle sind genauso hoch wie der Mount Everest für dich. Okay, krieg ich deine Nummer? Ich hab keine. Echt? Ich kann auch mal Fax geben, E-Mail, was du willst. Kann man so wie weglaufen immer? Sorry, ich finde das voll die schönen Nasenpopel. Krieg ich vielleicht deine Nummer oder so? Nasenpopel? Ja, ich hab die gesehen und ich fand die voll hübsch. Krieg ich vielleicht deine Nummer? Oder irgendwie so Insta? Krieg ich deine Faxnummer? Krieg ich deine E-Mail? Kannst du mir deine Nummer aufschreiben? Nein. Welchen Spruch lasse ich mir einfallen? Ich hab einen. Ey, Entschuldigung. Was rammt sie auf 8? Du hast Powerade. Und krieg ich deine Nummer? So wird das nix. Digga, jetzt macht ja jeder Urlaub und irgendwie bin ich richtig in diesem griechischen Flair gerade drinnen. Ich glaube, ich muss eine Frau mal ein bisschen so griechischer ansprechen. Lass mal probieren. Ich bin der Georgios. Wollen wir mal zusammen einen Uso trinken oder mal einen Kaffee? Kriege ich deine Nummer? Nein, sorry. Hallo, guten Tag, ich bin der Nico. Oh nein. Komm bitte, komm. Kriege ich heute deine Nummer? Ja. Ich würde gerne meine Kontakte auffrischen und ich will, dass du gerne meine WhatsApp-Story siehst. Was? Kriege ich deine E-Mail-Nummer vielleicht? Mail, Fax. Ja. Lien, woher kommst du? Lauf. Schreib mir. Ja, ich hab's geschafft. Alter, ich hab eine Nummer bekommen. Hallo, guten Tag. Can I have your number? No. Why not? No. You made photos? Ja.
You know I love photos and you have photo in the hand. But do you know what that means? I love you. Du hast voll die schönen Ohrläppchen. Ohrläppchen? Ja, kriegst du eine Nummer? Hallo, schönen Tag. Wie geht's Ihnen? Gut. Ich wollte Ihnen sagen, Sie sehen wundervoll aus heute. Ich weiß nicht Deutsch. Griechisch. Sporimorphi. Ah, ich verstehe. Nein, saste kala. In Deutschland, die Menschen sind böse. Die Frauen reden nicht mit dir, weißt du? Fürth? Ja. Also für den nächsten Prank, hier ist mein Tutorial, wie man einen Wasserballon auffüllt. Man nimmt den Ballon, stüpft den hier rüber. Und Freunde, und zwar... Jungs, was geht ab? Heute sind wir unterwegs. Jungs, das war ein fetter Fail. So sollte das nicht passieren. Guck mal, die sind nicht aggressiv da hinten, klar? Schau wieder, schaut, 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 euch nicht sagen. Ich kann es euch wirklich nicht erklären, aber sehr viele Menschen sind zum Beispiel mit so Menschen wie Elon Musk oder sonstige komische Menschen zusammen. Und um ehrlich zu sein, hey, Freunde, wir haben hier schon den allerlegsten Kandidaten. Er hat eine Musikbox. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, er ist ein bisschen verrückt. Haben wir ihn getroffen? Scheiße. Digga, voll der Fail, ne? Scheiße, Bro, wir müssen besser zielen. Weiter geht's nochmal. Wieso dieses Museum in der Schweiz so bekannt ist oder wieso es nur ansatzweise so lustig sein soll, dass Menschen Wasserballons werfen. Aber Leute, ich kann euch auch nicht sagen, wieso. Digga, hat er überhaupt reagiert? Okay, Freunde, also gerade befinden wir uns in einem der komischen Städte in ganz Deutschland. Und zwar ist es einer der komischen Bewegungen in ganz... er reagiert. Digga, scheiße. Aber er lacht wenigstens, das ist gut. Ja, Freunde. Alter, Digga, wenn der jetzt umgedreht wäre, der hätte mir so eine gebatscht, der Bro. Der sah richtig stabil aus. Also Freunde, das war's mit dem knackigen, kurzen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr davon sehen willst, abonniere auf gar keinen Fall den Kanal und lass dir auch auf gar keinen Fall ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video.